und herzlich willkommen zu einem neuen Blender 2.8 Tutorial. Letzte Woche haben wir uns mit Hard Surface Rigging beschäftigt und heute soll es um Soft Body Rigging gehen. Dazu habe ich hier dieses wunderschöne Tentakel entworfen und so ein Tentakel kann sich praktisch an allen Stellen verformen und dafür wollen wir heute eine Animation erstellen. So, und bevor wir dem Rigging oder der Erstellung der Armature anfangen, ist wieder wichtig, dass wir das Modell so ausgestreckt hier hinstellen. Ich habe das jetzt mal aufgerichtet und gehe jetzt hier in die orthogonale Seitenansicht und füge jetzt wieder mit Shift A eine Armature hinzu. Dann wähle ich diesmal in diesen Object Data Eigenschaften die Darstellungsart Stick aus und in den Objekteigenschaften werde ich wieder in Front, damit ich das Modell, die Armature auch durch das Modell sehen kann. Dann wähle ich die Spitze von diesem Stick aus und drücke GZ, um die ganz da oben hier an die Spitze zu setzen. Dann markiere ich das Ganze, die ganze Armature mit A und drücke W und wähle Subdivide, um das Ganze noch 7-mal zu unterteilen. So, beim letzten Mal haben wir, wenn wir wieder hier in den Object Mode gehen, das Modell ausgewählt und die Armature und Steuerung P gedrückt und haben hier da unter Armature Deform mit Empty Groups gewählt. Und heute wollen wir aber mit Automatic Rates arbeiten, weil das sich besser für Softbody Models eignet und damit man auch besser organische Körper modellieren kann. So, nach einer kurzen Zeit wählen wir dann nochmal das Modell an und gehen hier unter Vertex Group und für jeden Unterboden hat er jetzt hier eine eigene Vertex Group angelegt. Aber wenn wir jetzt hier, wir haben jetzt gerade hier den oberen Knochen, dann seht ihr das hier in dem Weight Paint Modus. Das Modell blau und rot und ein bisschen grün und gelb markiert ist. Blau bedeutet, dass das Modell von diesem Knochen gar nicht beeinflusst wird und rot bedeutet, dass die Punkte auf diesem Modell von diesem Knochen voll beeinflusst werden. Und gelb und grün sind so die Übergangsfarben, dass die noch ein bisschen beeinflusst werden, aber nicht ganz so stark wie rot. So, ich gehe jetzt nochmal in den Weight Paint Modus und zeige euch nochmal, welchen Bereich die einzelnen Knochen beeinflussen. Also das war die Spitze hier oben. Und wenn ich jetzt hier durch die einzelnen Vertex Groups durchgehe, dann seht ihr auch, welchen Teil vom Modell diese Knochen jeweils beeinflussen. So, und wenn man jetzt in den Pose Mode geht, dann kann man jetzt schon das Modell animieren. Jetzt sieht man aber schon, dass die, da wir das Modell nur 7-mal aufgeteilt haben, in Unterknochen, sieht das hier so ein bisschen abgehackt aus. Und wir können jetzt wohl aber noch hinkriegen, dass das noch ein bisschen schöner und runder und auch geschmeidiger aussieht. Dazu wählen wir so einen Knochen aus und gehen hier unter den Bone Options, aktivieren hier in der Rubrik Bendy Bones, können wir hier die Anzahl der Segmente erhöhen, sodass dieser Knochen nochmal unterteilt wird. Da habe ich schon mal ein bisschen rumprobiert und mit 4 Unterteilungen pro Knochen kann man eigentlich sehr gute Ergebnisse für dieses Tentakel erzielen. So, und wenn man jetzt rotiert, dann kann man, wie ihr schon sehen könnt, das Modell viel
runder und ja, viel natürlicher animieren. Man sieht ja so eine, obwohl wir hier nur zwei Knochen bewegt haben, dass sich die, dass sich der Tentakel viel runder den Bewegungen anpasst. So, mit unserem Knochenmodell können wir jetzt schon einfache Animationen machen. Zum Beispiel können wir hier das Tentakel so ein bisschen hin und her pendeln lassen. Und wenn man das Tentakel in eine bestimmte Richtung animieren will, dann muss man, wie ihr schon sehen könnt, jeden einzelnen Knochen hier einzeln animieren, um dann, man muss schon eine grobe Vorstellung haben, wie das dann aussehen wird oder wie man welchen Knochen bewegen muss, damit man das Ziel erreicht. Das kann manchmal ein bisschen aufwendig sein. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir das Tentakel von unten nach oben gesteuert haben. Das nennt man in der Animation Forward Kinematics. Und es gibt aber noch einen anderen Weg, Inverse Kinematics. Das ist, wenn wir eigentlich nur ein Ziel vorgeben und diese ganze Bone-Struktur dann vom Programm aus automatisch die Position und Rotation errechnen lassen können. Dazu markieren wir hier oben den obersten Bone und wählen unter Bone Constraints Inverse Kinematics aus. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen hier oben rot dargestellt, weil wir noch kein Target-Objekt definiert haben. Dazu gehe ich jetzt hier in den Object-Modus und füge hier unter Shift-A ein Empty-Objekt hinzu. Dazu nehme ich einfach mal das oberste mit Plane Axis. Bewege das hier so ein bisschen in die Mitte und dann ganz nach oben an die Spitze des Tentakels. Und jetzt kann ich wieder die Armature auswählen und hier oben das Target-Objekt auswählen. Dazu wähle ich das hier Empty-Objekt aus. So, und wenn, dann brauche ich nicht mehr die Armature anzupassen. Ich kann den Post-Mode verlassen und wähle stattdessen das Empty-Objekt und kann dann das Empty-Objekt bewegen. Und ihr seht schon, dass egal wie ich das Empty-Objekt hier bewege, die Armature ahmt die Bewegung oder errechnet die Bewegung von dem Tentakel, je nachdem wie ich dieses Empty-Objekt hier positioniere. Das eine hat natürlich einige Nachteile. Ich kann zum Beispiel kaum hier so ein, ja, es geht schon so ein bisschen, aber so einen richtigen Knoten kann ich damit nicht machen, aber das Tentakel so hin und her schwingen lassen, das geht damit sehr gut. Wenn ihr so einen Knoten machen wollt, dann macht ihr das am besten ohne Inverse Kinematics und versucht das so mit Forward Kinematics zu machen, dass ihr dann jeden einzelnen Bone animiert. Aber sonst, wenn ihr das einfach nur ein bisschen schwingen lassen wollt, dann macht ihr das am besten mit Inverse Kinematics. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Die Projektdatei findet ihr wieder auf dem Google Drive und den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.